Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute etwas später die Handelsideen. Ich bin ein paar Tage nicht im Büro. Die Handelsideen habe ich Ihnen ja auf der Website von Tickmill, wie ich das auch avisiert hatte, schon vorbereitet. Dieses Video finden Sie dann jetzt ab ein paar Minuten, beziehungsweise schauen Sie es ja an am Nachgang zu den entsprechenden Handelsideen. Die Internetverbindung hier in Deutschland ist leider nicht so gut, dass ich eine gleichbleibende Qualität der Sprach- und Tonübertragung über das Internet geben kann. Aus diesem Grund auf diesem Wege die kleine Nachschau der Ideen. Aber ich möchte Sie hier nicht ganz alleine lassen, sondern wir schauen heute in den S&P 500, das WTI und den Euro-Britischen Pfund. Zuvor auf alle Fälle wieder der Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Diesen Risikohinweis bitte ich entsprechend auch zur Kenntnis zu nehmen. Was machen wir als nächstes? Wir schauen als nächstes wie immer auf die Nachrichten, die heute soweit wichtig sind. Da gibt es nicht ganz so viele Dinge, die wir heute unbedingt auf der Uhr haben müssen. Sie haben hier, schauen Sie, wir haben den Wirtschaftskalender hier von investing.com einmal offen. Heute die wichtigsten Nachrichten mit Blick auf die Eurozone, Deutschland und die USA. Das sind die wichtigsten Nachrichten hier. Das Conference Board, Verbrauchervertrauen, Knoten in der Zunge. Das gibt es heute um 16 Uhr hier. Sie sehen es, die Prognose ist ein kleines bisschen unter dem vorherigen Wert. Wir schauen mal, was das Verbrauchervertrauen der US-Konsumenten hier macht und was die Märkte daraus machen. Auf alle Fälle sind die Märkte ja sehr positiv in den neuen Handel, in die neue Handelswoche gestartet. Das sehen wir nachher, wenn wir gemeinsam einmal zusammen den S&P 500 in der heutigen Handelsidee auch mit anschauen. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich direkt auch in die Charts hinein. Ich mache für Sie hier auch wieder den Stereo-Trader auf der MT4-Plattform von Tickmill. Sie sehen hier aktuell den Chart von Euro-Britischen Pfund auf Tagesbasis in seinem Abwärtstrend. So hat sich das Bild gestern gezeigt, bis zu dieser Kerze hier, die wir hier sehen. Und das sehen Sie hier, habe ich so leicht eingezeichnet bei der Marke von 088.358. Da hatten wir so in der Stunde eine leichte Bodenbildung. Ich will das hier gleich mal zeigen. Wir gehen mal eben in die Stunde hinein und in der Stunde sehen Sie hier unten, das ist das, was ich meine. Das war dieser Bereich, wo der Markt einfach über einige Zeit lang hier immer seitwärts gelaufen ist. Wir hatten hier leicht fallende Kurse von oben nach unten und dann haben wir jetzt diesen Boden hier, der sich hier unten so bereitet hat, wo der Markt einfach nicht definitiv unten drunter tiefer wollte. Das kann jetzt eine Bodenbildung sein, die den Markt deutlich nach oben schiebt. Das kann aber auch der Anfang von einem Schub nach unten sein. Das muss sich zeigen. Das heißt, der Markt muss in der Stunde erst definitiv einmal hoch. Aber wir sehen jetzt hier, was wir heute in den Morgenstunden auch schon erwarten durften. Der Markt hat hier diesen Boden dazu genommen, um einfach mal ein ganzes Stück nach oben zu laufen. Und jetzt steht der Markt an dieser wichtigen Linie. Das ist das, was Sie gerade auch in der Stunde gesehen haben, wo diese Oberkante drinnen war. Da stehen wir jetzt gerade dran und da kommt es jetzt drauf an. Jetzt muss hier Schmackes rein. Da muss der Markt noch einmal schieben. Das hier war ein kleiner Schub für ganz kurzfristiges Trading. Alles problemlos machbar. Wer aber sagt, hier könnte doch ein bisschen mehr kommen. Ne? Wir sind ja schon sehr, sehr weit hier oben an diesem Widerstand auch rangelaufen. Und vielleicht gibt es ja den Schub nach oben drüber. Dann muss der Markt natürlich hier über diese Marke von 088.775 drüber sich dann fortsetzen. Nächster Anlaufpunkt wäre dann hier auf der Chart-Oberseite diese Hochs, die wir hier liegen haben, diese Tageshochs um die Marke von 089.239. Dann laufen wir schon hier oben in dieses Bewegungshoch rein, also in dieses Korrekturhoch. Bitte entschuldigen Sie hier, das ist ja die Korrektur des übergeordneten Aufwärtstrends. Und dieses Hoch lag bei einem Wert von 089.239. 3,25 und da müssen wir halt drüber, um dann Angriff hier auf diese Obermarke zu nehmen, wo der Widerstand ist bei 0,89,379. Und wenn der Markt tatsächlich das wuppt, dann schieben wir diesen Abwärtstrend hier, den Sie sehen, erst einmal ein ganzes Stück beiseite und dann wäre der Markt nach oben hin zumindest erst einmal in Gang gebracht durch einen neuen Aufwärtstrend. Das ist Zukunftsmusik.
Wie schon gesagt, es entscheidet sich alles jetzt erst einmal hier an dieser Marke, wo wir gerade stehen. Da müssen wir drüber. Ansonsten, wenn es doch wieder nur dieses Hin und Her gibt, dann bekommt diese Marke hier unten, dieser Bodenbildungsbereich bei 088358 wieder eine ganz, ganz neue Bedeutung. Bricht der Markt nämlich hier unten drunter weg, dann sehen wir hier einen Abwärtstrend. Das kann ich Ihnen auch mal einzeichnen, wie das Ganze dann entsprechend ausschaut. Kann ich gerade nicht, das Zeichenwerkzeug ist weg, okay, machen wir es so, also Sie sehen es hier, Bewegung, das wäre dann Korrektur und wenn der Markt wieder rumdreht und hier unten drunter läuft, dann haben wir den Abwärtstrend und der nimmt dann Bezug auf dieses Tagestief, was wir hier beispielsweise hatten, das lag bei 088242, beziehungsweise hier schauen wir das mal runter, hier unten in diesem Bereich, da hatten wir auch in der Stunde einen markanten Bereich bei 087573. Das wäre dann erst einmal der erste Blick nach unten. Ganz klar ist dann auch, wenn das passiert, das ist dann wirklich ein definitives Zeichen dafür, dass die Bewegung in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends wieder zugenommen hat. Dann haben wir hier natürlich im weiteren Verlauf den Fokus auch zu richten auf die Marke hier von diesem Trendtief bei 086550. So, als nächstes schauen wir auf den Ölpreis. Ich mache das WTI gleich einmal auf für Sie. Da gab es ja in den letzten Tagen doch deutlich, deutlich Bewegung nach unten. Und gestern war mal wieder so ein Tag, da habe ich gesagt, na gut, möglicherweise kommt ja hier was. Ich sage das mit Absicht möglicherweise. Ich hatte das auf der Messe, auf der WOT auch den einen oder anderen Trader erzählt, als wir uns über diesen Chart hier unterhalten hatten. Wenn wir uns diesen Chart da mal anschauen, haben wir hier einfach einen Markt, der jetzt sehr, sehr stark nach unten gelaufen ist. Wir haben das gesehen, ich habe es im Blog auch geschrieben, 7 Wochen in Folge ist dieser Wert jetzt gefallen. Schaut euch das an, das hier ist der Wochenchart. Und da sehen wir hier, da gab es einfach nichts. Wir laufen jetzt mittlerweile hier in einen Bereich hinein. Hier haben wir ein Trendtief gehabt aus diesem Aufwärtstrend, den wir hier in der Woche gesehen haben, der so stark nach oben lief. Das ist der Bereich von ungefähr 49 US-Dollar, 48,90 haben wir hier, da war das Tief gewesen, also 48,90, 49, so in diesem Bereich hinein. Da laufen wir ran, da sind wir ran und wir sehen jetzt hier momentan, dass der Markt gestern doch recht positiv reagiert hat. Und Sie wissen das auch, dass eine solche starke Übertreibung an dieser Stelle häufig irgendwann einmal ja korrigiert wird. Also irgendwann kommt mal irgendwas, irgendwann sucht sich der Markt, irgendwann sind die Verkäufer alle weg und der Markt sucht sich hier ein Ventil, um über diese extrem angespannte Lage einfach mal ein Stück weit abzubauen. Und das bietet sich häufig auch an. Häufig passiert das, dass das genau an solchen Überschneidungsmarken sind, wenn wir an oder in einem solchen Widerstand beziehungsweise an oder in einer Unterstützung, wie wir sie hier im Öl haben, angekommen sind. Und dann dreht der Markt rum. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal auf Tagesbasis anschauen, dann könnte es möglicherweise dazu kommen, dass die erste Kerze, die wir hier gestern hatten, die schon versucht hat, einen leichten Schub nach oben zu machen, wenn hier eine Bestätigung kommt, dass man hier mal wieder ein Stückchen was an Korrektur sehen, etwas tiefer laufende Korrektur, ja? Nicht immer dieses starke nach unten prügeln, sondern wirklich einfach mal auch mit Bezug der Verortung im Wochenchart einfach mal ein Stückchen Gegenbewegung sehen. Wenn das initiiert wird, müssen wir hier natürlich einen Aufwärtstrend in der Stunde bekommen. Wegpunkte nach oben wären dann erst einmal hier dieser Bruchbereich um die 52,58, das wäre diese Marke hier. Und dann als nächstes hier die Marke von 54,70, das wäre dann diese Marke hier. Das sehen wir auch sehr, sehr schön im Trendverlauf der Stunde. Zwischendrin bzw. leicht darüber liegen dann, wenn diese Szenarien gespielt werden, auch noch Tageshochs. Und da sind interessante Tageshoch hier bei 53,90 und 55,71. Wenn das Ganze allerdings weiter ausfällt, das heißt wir wirklich keine entsprechende dynamische Bewegung nach oben sehen, sondern wir etwas sehen, wie wir es hier gehabt haben. Ne? Ein Tag mal nach oben, dann ab wieder gleich nach unten. Eine Schwalbe macht keinen Sommer. Eine Umkehrkerze oder eine positive Kerze, so wie gestern, macht immer noch keine Trendumkehr. Das heißt, wir brauchen hier definitiv die Bestätigung, dass der Markt wirklich nach oben will. Das heißt, in der Stunde auch mal ein Stück weit Aufwärtstrend. Ansonsten bricht das ganze Bild hier direkt wieder zusammen und dann stehen wir wieder hier in dieser Unterstützung bei knapp 49, beziehungsweise wenn das nicht hält, dann haben wir hier noch ein paar weitere Wochen Tiefs bei 47,31 und 45,82. Ich
zeige das gleich mal noch in der Woche, wo wir das hier haben. Ja, das habe ich aus dem Tagesschart, glaube ich, rausgenommen sogar. Hier hatten wir ein Wochentief hier bei dieser Marke 47,31 und hier unten dann halt ein Trendtief bei 45,82. Das ist das, was aus der Woche nach unten hin steht, wenn wir direkt weiter runterlaufen. Jetzt schauen wir nochmal in die Stunde hinein. Und hier sehen wir in der Stunde halt genau das, was ich gesagt hatte. Wir haben hier noch den intakten Abwärtstrend. Und solange wie dieser Trend intakt abwärtsgerichtet bleibt, haben wir keine Chance. Dann läuft der Markt einfach weiter nach unten. Wenn wir allerdings die Chance bekommen, nach oben zu laufen, hier drüber zu laufen, einen Aufwärtstrend zu bilden, dann ist es erst einmal ein erstes Indiz dafür, dass doch etwas an Rebound kommen kann. Und wenn der Markt dann wirklich sehr stark ist, dann werden diese beiden kurzfristigen Level, die ich hier genannt habe, schauen Sie hier, das waren die Ausbruchslevel in diesem Abwärtstrend der Stunde, das sind dann Bereiche, wenn wir da wirklich drüber laufen und es schaffen, hier über diesen höheren Punkt drüber zu laufen, über diese 55,71, das ist dann eine Marke, da kann man sagen, jetzt setzt man richtig Dollar Rebound an, obwohl da schon ein ganzes Stückchen Weg gegangen ist, aber bei dieser massiven Übertreibung auf der Wochenbasis oder Schub auf der Wochenbasis kann das durchaus passieren. Das heißt hier eher im kurzfristigen Blick, sobald sich hier ein Aufwärtstrend etabliert hat, beziehungsweise im Kleinen haben wir ihn ja auch schon, er ist auch noch nicht gebrochen, da muss man jetzt mal schauen, was ist, aber wenn diese erste Initiative aufwärtsbewegen gebrochen wird und der Markt kein neues Tief macht und dann rumdreht und hier oben über diese Marke hier oben drüber läuft, über dieses Hoch, was wir hier in diesem Trend haben, das haben wir bei ungefähr 51,90 hier oben, dann wäre das der Punkt, da wäre mal ein Indiz gegeben, dass er hochlaufen kann und das kann man dann doch für einen kurzfristigen Trade mal aufschnappen und hier ein Stück des Weges mitgehen. Und damit mit dem Mitgehen gehen wir rüber in den Bereich der Aktienmärkte. Dort heute für Sie habe ich im Blogbeitrag beschrieben den S&P 500. Jetzt muss ich selbst schnell nochmal nachschauen. Hier war gestern etwas sehr, sehr Interessantes zu sehen. Warten Sie einen kleinen Augenblick, das ist der Dow Jones. Den wollte ich nicht haben, ich wollte den S&P 500 haben. So, hier oben ist er. Reden und gucken zur selben Zeit ist manchmal gar nicht so einfach. So, hier haben wir ihn. Das ist der S&P 500. Was ist hier passiert? Wir hatten ja letzte Woche die Feiertage oder den Feiertag und dann den verkürzten Handel. Das heißt, ab Mittwochnachmittag war wirklich nicht mehr echt viel los. Was haben wir hier? Wir haben gestern eine sehr, sehr schöne dynamische Kerze gehabt. Ja? Das ist jetzt ein Indiz. Wir haben ja in diesem Index, das hatte ich in der großen letzten Wochenvorausschau gesagt, wir haben hier immer noch die Chance, ein zweites Bein zu bilden. Das heißt, eine W-förmige Formation auszuarbeiten. Das sieht man ja hier schon. Ne? Erster Schub nach unten, Korrektur, zweiter. Und wenn wir jetzt hier ein höheres Tief bekämen, dann würde das ein Anzeichen sein, dass der Markt wirklich daran arbeitet, diesen Weg zu gehen. Das heißt, hier eine W-förmige Korrektur an den Tag zu legen und dann möglicherweise mit viel Optimismus eventuell diesen alten Aufwärtstrend, den wir hier auf Wochenbasis haben, hier diesen Korrekturbewegung, jetzt sind wir in der tiefen Korrektur, das heißt, dieser Trend ist langfristig noch intakt, auch wenn wir hier auf Tagesbasis definitiv einen Abwärtstrend haben, er ist noch intakt, dieser Wochenchart bzw. auch der Monatschart, weil wir sind ja jetzt über viele, viele Jahre strikt nach oben gelaufen in einem schönen Trend. Und jetzt kommt es wirklich drauf an, nimmt er es auf. Er hat mal wieder eine Chance, ja? Also das heißt, dass dieses Szenario kann immer noch gespielt werden und dass diese Chance noch da ist, das haben wir gestern gesehen, als der Markt hier unten in diesem Bereich bei 2625 innerhalb dieser Unterstützung einfach wieder hochgedreht ist und zwar sehr, sehr dynamisch. Das heißt, wir haben jetzt hier in der Stunde, das schauen wir uns gleich an, einen Aufwärtstrend auch am Laufen, den man sich einfach mal anschauen sollte. Ja, wichtiger Punkt nach oben hin ist dann erst einmal das nächste Tageshoch, was wir hier haben. Da haben wir das Hoch bei knapp 2700 Punkten. Also hier das Tageshoch genau liegt bei, wo haben wir es unten stehen, das High bei 2695 Punkten. Da liegt das Hoch, da müssen wir drüber. Das ist ein Anlaufpunkt, wenn wir wieder positive Dynamik bekommen. Und dann gibt es erst einmal wieder die Chance, hier diesen Widerstand zu überwinden. Das wäre ein erstes deutliches Indiz dazu, dass der Markt hoch will, weil wir haben hier untergeordnet auch noch einen kleineren Abwärtstrend am Laufen. Und das, was wir hier sehen, ist momentan einfach die Korrektur des Ganzen. Wenn wir hier drüber laufen, ist das auch Geschichte. Das heißt, wenn diese positive Dynamik jetzt einsetzt, dann haben wir Potenziale hier übers Tageshoch, hier über den Widerstand und dann als nächstes hier dieser Bereich um die knapp 2800 Punkte Marke hier oben. Das ist mittelfristig dann natürlich. Und wenn es wirklich richtig gut läuft, dann laufen wir hier oben an die Jahreshochs dran. Und da wird es dann natürlich sehr, sehr spannend, ob wir hier ein tieferes Hoch bekommen
oder aber ob wir hier nach oben hin wegschieben und der Markt ganz deutlich uns zeigt, wir setzen diesen Trend jetzt einmal fort. Passiert das Ganze, was ich gerade gesagt habe, nicht, läuft der Markt wieder nach unten, fällt zusammen. Ja, dann ist erst einmal die Marke hier wieder bei 2625 wichtig, laufen wir da drunter, setzt sich dieser Abwärtstrend hier fort und dann wird es natürlich so sein, dass wir als nächstes die 2600 Punkte bzw. die 2500 über den Daumen 50 Punkte Marke anlaufen nach unten und dann setzt sich der ganze Schub fort und dann wird es halt wirklich irgendwann eng mit dem Thema Rebound und vielleicht V-förmige Korrektur, dann sehen wir möglicherweise deutlich tiefere Kurse. Das ist halt schwierig. Und wir haben auf dem Vortrag mit dem kleinen Ausblick in 2019 auch mal auf die höchsten Risiken geschaut. Und da haben wir gesehen, aktuell die größten Risiken, die von großen Bankhäusern in den USA genannt werden, ist das Zinsrisiko. Die Zinsen sind hier wirklich das Zünglein an der Waage. Dieses Risiko liegt noch über dem Handelsstreit mit China. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also die Zinsen sind hier extrem anfällig oder der Aktienmarkt ist für die Zinsen extrem anfällig. Und wenn dieses Risiko vom Markt gespielt wird, dann gute Nacht, dann sehen wir etwas, was wir das letzte Mal, ich glaube, vor dem letzten Crash vor 2008 gesehen haben, wo einfach die Zinsen so massiv, oder wo die Zinsen angehoben wurden, die Zinskurve massiv invers wurde und der Markt dann doch deutlich korrigiert hat. Also ich bin jetzt nicht genau sicher über den Zeitraum, aber wenn wir uns die Karte mal genauer anschauen, wann das gewesen ist, dann haben wir den Zins auf alle Fälle schon häufig auf der Uhr gehabt, der dem Aktienmarkt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und das Ganze, was ich mit dieser Umkehr hier gesagt hatte, schauen wir uns jetzt auch nochmal im Stundenchart an und da sehen wir hier einen Marktverlauf, der untergeordnet schon aufwärts gerichtet ist. Ne? Hier hat sich untergeordnet was gebildet, wo wir sehen, der Markt will hier nach oben. Die Dynamik geht definitiv hoch und das ist halt wichtig. Wir sind hier über diese Marke schon drüber gelaufen, die ich hier markiert hatte bei 2670. Und jetzt ist es halt wichtig, dass der S&P 500 sich darüber etabliert. Das heißt, diese Aufwärtsdynamik hier entsprechend weiter nach oben fortsetzt. Das wäre dann wirklich ein Zeichen, dass der Markt hoch will, dass die Käufer in den Markt zurückkommen und wir hier möglicherweise vor einem schönen Kursschub nach oben stehen. Das also zu den heutigen Handelsideen. Morgen ist Mittwoch, da versorge ich Sie natürlich wieder mit dem entsprechenden Blog-Eintrag von Tickmill und dann können Sie am Ende hier das Ganze auch wieder direkt unter dem Blog-Eintrag lesen. Also, dann wünsche ich allen einen schönen Handelstag, schauen Sie auch auf die Nachrichten und bis morgen. Alles Gute, Ihr Mike Seidel.